So, neuer Tag, neuer Patch. Heute wird wohl viel gemacht. So, willkommen zurück. Wir machen direkt mal die Tagesaufgabe. Lande in verschiedenen Matches bei Pressure Plant oder Happy Hamland. Also das Ganze mal mehr ganz simpel, mal Strecken Arena diesmal. Bam, bam, bam. Wie gesagt, die anderen Aufgaben gucke ich mir gleich an, was man da genau machen muss. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich komme gerade erst heim, schnell geduscht. Dann hatte ich eigentlich schon ein bisschen was vor mit Fortnite-Karten und so, aber jetzt muss ich mir erstmal hier was machen, dann kümmere ich mich später darum. Schon die Aufgabe wieder vergessen. Pressure Plant Happy Hamland. So. Und schon mal danke für die, die noch abonniert haben jetzt in der letzten Zeit. Wie gesagt, wir sind jetzt bei 62 Abonnenten. Die nächste Zahl unten wegen dem PaySafe-Code, dem 10-Euro-Code. Kommt halt leider erst bei 90 Abonnenten. Liegt nicht an mir, aber wir hatten kurz die 80 Abonnenten, aber da hat einer ein bisschen gefaked. So, ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit, Likezeit, Kommentierzeit und Abonnierzeit. Also, wenn du noch nicht abonniert hast, jetzt ist der Zeitpunkt, wenn du nichts mehr verpassen willst, was Rette die Welt betrifft. Aber da bin ich ja erst nur die Mission am machen, dann die ganzen Aufgaben bei Fortnite allgemein. Leider immer ein bisschen verspätet, da ich arbeiten bin. Und halt jetzt neuerdings mit den Fortnite Trading Karten. Aber da fange ich halt später mit dem Video an. Ach, jetzt habe ich hier auch die Spitzhacke. Toll. Wollte ich gar nicht. Die habe ich nämlich eben nur im Dings ausgeblendet. Also, entweder Happy Hamland oder Pressure Plant. Also entweder da oder da landen. Dann ist die Aufgabe im Prinzip schon geschafft. Drei verschiedene Runden. Wir gehen jetzt schon mal direkt hier vorne runter. Mal gucken, ob ich gerade die zwei Runden mache. Gucken, wie weit wir kommen. Da, da, da. So, wie gesagt, ich finde es halt schon krass, wie viel Level wir schon gemacht haben im Battle Pass. Nur durch Tagesaufgaben machen. Und ein paar Runden habe ich halt jetzt doch mal gespielt im Livestream und so. Aber ich finde es halt schon insgesamt ein bisschen heftig, wie einfach es eigentlich ist. Ah, er geht doch nicht dahin, dann gehe ich hier nicht jetzt dahin. Ah, nur eine Pistole, sagen wir. So, einmal schon mal gelandet. Was da hinten? Ich weiß halt nicht, ob ich mich direkt einmischen soll oder nicht. Komm, was soll's? Ja, ich will nach oben. Ja, das war mir klar. Ups, da ist er wohl weggeflogen. Ja, toll. Mit Pump habe ich natürlich keine Chance, aber einen Kill haben wir mitgeholt. So, dann sind wir jetzt einmal bei Treasure gelandet, dann landen wir jetzt einmal bei Hamlet. Dann seht ihr auch genau, wo ich meine, wo ihr landen müsst. Und dann war es das eigentlich schon mit der Aufgabe. Dann halt noch einmal, wie gesagt, drei Runden müsst ihr spielen. Also, oder können wir es in einer Runde machen? Das kann natürlich auch sein. Also mit einer Runde. Warte mal. Wie steht's da? Gerade mal aufpassen. Lande in verschiedenen Matches. Ja, ich weiß nicht, ob beides zählt. Ob man einmal da landen kann und dann quasi rüber. Ne, da landet man ja nicht. Aber ich meine, das könnte auch funktionieren. Quasi einmal da landen und dann rüber. Ich meine, das ging bei den anderen Aufgaben auch. Sicher bin ich mir aber jetzt auch nicht. Aber wir gucken einfach mal rein. Denn. Na komm schon. Würde mich nämlich jetzt selber interessieren, weil dann könnte es eigentlich auch in zwei Runden schaffen. Dann wäre sogar Gruppenkeile sogar besser. Mein Gruppenkeile wird mir doch relativ in Ruhe gelassen. Ich bin halt echt mal gespannt, was die anderen Aufgaben sind. Ich habe es nur ganz kurz am Rande gerade gelesen. Mit Pandora irgendwas. Ich habe schon erst gedacht, hey, ist mehr bei World of Warcraft.
Dann zeige ich euch nämlich gerade mal den anderen Ort. Und wie gesagt, ihr müsst halt da landen. Nicht am Rand, sondern wirklich da landen. Na gut, da wird auch jetzt die Hölle los sein. Nach Pressure Plants. Ah, doch, wenn ich das Hoverboard finde, müsste ich es eigentlich schaffen in der Runde darüber. Wir gucken einfach mal. Gerade überlegen, was Hoverboard nochmal war. Ich weiß auf jeden Fall, dass da eins ist. Und ich bin mir gerade nicht mehr sicher, in welchem Gebäude, aber ich glaube ziemlich weit außen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob nur hier, wo ich jetzt gerade hinfliege, da vorne direkt, oder ob es schon weiter nach rechts war. Und wenn wir natürlich eins finden würden, wäre natürlich top. Das würde mich halt selber mal interessieren. Wie früh die anderen immer da sind. Irgendwie bin ich so blöd, was das betrifft. Also ich komme selten als erstes an. Ich bin echt zu überlegen. Wo landet er? So, direkt weg. Weg. Hallo. Und tschüss. Ich will halt jetzt echt wissen, ob es reicht, wenn man da landet oder wenn man da durchturnt. Warte, gerade auf der Map markieren. So. Ja. Ach, Style-Punkte, wofür denn? Für gegen Baum zu fahren? Jo, das war da ein 360. 360. Mein Englisch ist very well. So, schnell da hoch. Ach, Zone ist auch da, passt ja. Also auch geil, keine einzige Waffe. Hab so schnell das Board geschnappt. Ha, nicht darunter. Ich könnte mir gerade wenigstens mal schnell eine Waffe mitholen. Hier wird schon gebaut wie ein Weltmeister. Hier wird schon gekämpft. Er wird sollte, ist ja klar. Ach, da läuft doch einer. War mir klar. Ja, was willst du denn machen? Meinst du, du triffst jetzt fünf Headshots oder was? Manchmal. Ja, mittendurch ist nicht so schlau. Benutzen wir mal die Hauptverkehrsader. Gucken, ob ich da hochkomme. Safe. So, weh, jetzt sniped mich irgend so ein Dulli. Weil dann ist es halt wirklich, wie ihr seht, in zwei Runden machbar. Ja. Früher Snowboardfahrer, wie man sieht. Zählt sie denn nicht? Ich glaube nicht. Komm ich unten hin? Ui. Ui. Voll lauter rumgeguckt. Müssen ja auch mal landen. Natürlich bin ich hier nicht allein. Wo ist er? Oh, jetzt hat er einen.
wieder gegen eine Pump. Das ist wieder so typisch. Also es zählt nicht. Wie gesagt, ihr müsst dann wirklich 3 Runden spielen. Er fliegt mir jetzt safe hinterher. Was hab ich gesagt? Nee, er hat aufgegeben. So, gehen wir jetzt hin. Ach, da der Boot auch. So, entweder hole ich den Kill oder werd gekillt. Eins von beiden. Keine Mats, bei mir läuft. Na, dann soll es nicht sein. So, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wie gesagt, ihr müsst es halt in 3 Runden machen. Entweder landet ihr da oder da. Könnt ihr euch aussuchen, aber dann einmal drüber reisen bringt also nichts. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, einfach ein Abo da lassen, Like da lassen oder kommentiert einfach. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.